Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ich bin's wieder, euer Oak hier, und wir befinden uns wieder in der Welt von Skyrim. Ja, und wir wollen hier in diese Ausgrabungsstätte jetzt rein. Teufdir und einer von den drei Studenten wartet auf uns. Wo die anderen beiden sind, ich weiß es nicht. In der letzten Folge haben wir, weil wir auf die warten mussten, haben wir ja da oben einen Drachen getötet, der ein bisschen, ich würde fast schon glauben, rumgebackt hat. Aber naja. Schauen wir einfach mal, was Teufdir uns zu erzählen hat. Und hier sind wir nun. Wollen wir hineingehen? Ich bin bereit, gehen wir. Warum ist dieser Ort so wichtig? Könntet ihr mich in Veränderungsmagie unterrichten? Wonach suchen wir? Nach allem. Nach allem, was irgendwie von Interesse sein könnte. Darum finde ich ja diesen Ort so wundervoll. Wir haben keine Ahnung, was wir hier finden werden. Und sollten dabei meine Worte über die Gefahren der Magie zufällig bei dem einen oder anderen Schüler auf offene Ohren stoßen, dann wäre das ein glückliches Zusammentreffen. Ich bin noch nicht bereit. Was mich doch interessiert, warum ist dieser Ort so wichtig? Uns interessiert besonders die Verbreitung magischer Siegel auf den Grabstätten hier. Sie sind ganz anders als alles, was wir kennen. Okay, na dann, ich bin bereit, gehen wir. Also gut, bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein, aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Du kommst mit? Ausgrabungsstätte. Bin ich mal gespannt, was uns da drin erwartet. Aber wahrscheinlich nichts Gutes. Ich weiß auch noch nicht, wie weit die da in dieser Ausgrabungsstätte sind. Das wissen wir ja noch nicht. Ah, guck mal, wer da ist. Ich bin nicht sicher, dass wir hier sein sollten. Einige von euch vielleicht wissen, war Saartal eine der frühesten Nordsiedlungen in Himmelsrand. Wisst ihr, es grüßt hier. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Saartal geschehen ist. Ihr habt echt was gegen Elfen. Ich bin jetzt einfach mal vorgerannt. Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen? Nö, ich habe keine weiteren Fragen. Was soll ich jetzt tun? Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten. So, mal sehen. Was machen wir mit euch anderen? Brillina, meine Liebe. Wo muss ich denn dafür lang? Warum sucht ihr nicht nach Schutzzaubern? Alles, was darauf angelegt ist, andere fernzuhalten. Ich nehme jetzt mal stark an, das sind wir hier richtig. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein, glaube ich. Interessant. Echt interessant hier. Jetzt muss ich hier nur runterkommen. Schubst mich nicht. Ah, hier. Schuppenschwamm. Wir dürfen es mitnehmen. Oh, gut. Erlebt. Hallo. Es würde mich sehr überraschen, hier etwas Nützliches zu finden. Teufdir hat mich zu eurer Hilfe entsandt. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Nach magischen Artefakten, 4 Stück. Wobei braucht ihr Hilfe? Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Okay. Wir fragen jetzt einfach mal. Vielleicht kommen wir nicht mehr dazu. Er hat mir viel zu viele Fragen über meine Forschungsarbeiten gestellt. Ich glaube, die Talmor versuchen, meine Arbeiten zu stehlen. Ich habe ihm natürlich nichts gesagt. Was ich tue, ist viel zu wichtig. Darüber darf ich kein Wort verlieren.
Ich glaube, wir sollten den Ancano mal ein bisschen im Auge behalten. Also gut. Ist da schon was? Verzauberter Ring. Interessant, haben wir den jetzt hier im Inventar? Ja, steigert die Gesundheit um 20. Was haben wir bisher für einen Ring? Gar keinen, oder was? Doch, hier, Ring der geringen Veränderung. Wir legen uns den einfach mal um. Ich bin einfach mal so frei. Oh, da liegt noch was. Noch ein verzauberter Ring. Okay. Ein verschlossenes Tor. Noch ein verzauberter Ring. Oh. Was jetzt passiert? Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Ich bin hier drinnen gefangen. Wie in aller Welt ist das passiert? Ich habe ein Amulett von der Wand genommen. Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Das war ein Zeichen des Missfallens. Zauber verbrauchen 3% weniger Magika. Wir haben aktuell um den Hals. Steige die Krankheitsresistenz. Oder komm, wir hängen es uns einfach mal um den Hals. Vielleicht hilft das. Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Das will ich nicht wissen. Ich mach's kaputt. Ach, okay. Hi. Gut gemacht. Nun, das ist höchst ungewöhnlich und sehr interessant. Hättest du uns ruhig mal loben können, also bitte. Namiras Fäulnis. War das, warte mal. Welchen... Warum in aller Welt? Ach, das können wir, glaube ich, gar nicht nachgucken, oder? Könnte dies denn versiegelt sein? Was ist das für ein Ort? Werden wir wahrscheinlich gleich herausbekommen. Aber irgendein Pilz war... War es Blasenpilz? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin nicht sicher, was uns hier erwartet. Was ist kaputt? Bitte seid vorsichtig. Was ist hier los? Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Ja, ja. Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Was ist da gerade geschehen? Irgendein Geist ist mir erschienen und hat zu mir gesprochen. Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Nö, du hast nicht bitte gesagt. Tut mir leid. Es ging um bevorstehende Gefahren und dem Sijik-Orden. Sijik-Orden? Seid ihr ganz sicher? Ja. Das ist sehr seltsam. Ja. Und drohende Gefahren? Ja. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Vielleicht doch. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Anscheinend doch. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig.
Wer weiß, was wir finden. Natürlich, wir machen einfach mal ein paar Särge auf. Das ist jetzt wichtig. Was ist der Psychic-Orden? Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Sehr mächtig, sehr verschwiegen. Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden, zusammen mit ihrer Zufluchtsstätte auf der Insel Artaeum. Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesem Ort zu tun haben. Dann wollen wir das mal herausbekommen. Warum nimmt der Psychic Orden Kontakt zu mir auf? Das weiß ich nicht. Aber ich finde es faszinierend. Wenn es stimmt, versteht sich. Die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und doch haben sie sich plötzlich dazu entschlossen, Kontakt mit euch aufzunehmen? Das ist wirklich spannend. Ich würde das als ein Kompliment betrachten. Die Psychics haben sich immer nur mit denen beschäftigt, die sie für würdig gehalten haben. Wer uns alles in dieser Welt für würdig empfindet, ist der Wahnsinn. Können die mich empfinden? Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. WTF. Oh! Ein ruheloser Droge. Feueratronage, wir brauchen Hilfe. Wo ist er? Wow! Kurz untersuchen. Altes Nahes brauchen wir jetzt nicht. Gold, Granatstein, leichte Anfälligkeit für Feuer. Der geht einfach gemütlich weiter, als wäre nichts gewesen. Also wirklich. War was? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nichts mitbekommen. Seid bereit, euch zu verteidigen. Was haben wir denn gerade gemacht? Oh, Teufel dir. Ich weiß echt nicht, was ich von dir halten soll. Soll ich den Hebel aktivieren? Das ist einfach faszinierend. Oh oh. Na komm. Oh oh. Och nein. Von wo? Wo kommt der Erste? Da drüben. So. Noch ein Feueratronage rufen. Ja, du bist mir ins Feuer gerannt. Da kann ich nichts für. Oh, ordentlicher Schuss. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Ich würde gern eine Weile bleiben und das alles untersuchen. Ihr dagegen sollt weiter versuchen, das zu finden, was diese Vision euch gezeigt hat. Aber seid vorsichtig, wenn es wirklich gefährlich ist. Geht schon voraus. Ich komme bald nach. Ey, wie der Typ einfach mal die Ruhe weg hat, finde heraus, welche Gefahren in Sartal lauern. Natürlich. Sollen wir sie vielleicht auch gleich noch auflösen? Nordbogen brauchen wir nicht. Gold, die Nordpfeile können wir gebrauchen. Und hier kommt nichts raus irgendwie. Hey, was soll denn das? Was habe ich denn gemacht? Alle spielen sie verrückt. Gold, Knochenmehl, genau. Das habe ich auch gehofft. Zwei Ketten. Okay. Na, ich bin mal gespannt. Teufel, ihr bleibt ihr hier zurück. Na, zum Glück haben wir Lydia dabei und ab und an unseren Feueratronachen, den ich echt ins Herz geschlossen habe. Mann, ey. Gut. Dann versuchen wir das hier mal auch wieder mit unserer Nummer 1 durchzuziehen. Dass wir vielleicht recht früh erkennen, wo die Droge liegen, damit wir sie töten können mit Schleichangriffen.
hier ist noch nichts. Wo ist denn jetzt? Ach, da rechts. Hallo. Lydia, du stehst mir im Weg. Ich raste aus. Okay, du hast es gut gemacht. Ich vergesse meinen Zorn. Hast du fein gemacht. Wie nehme ich den jetzt? Ach, den einen Nordvölker auch abschießen. Wo ist denn der jetzt gelandet? Was? Ich gebe euch Deckung. Wow. Geht ihr voran. Ach, der hat uns doch gar nicht entdeckt. Ist unser Feuertronage noch da oder was ist da gerade explodiert? Feuertronage? Wir sind ein sehr gutes Trio, muss ich jetzt mal sagen. Ich will doch lieber Knochenmehl. Yay, da ist Knochenmehl. Sehr gut, dankeschön. Schon mal wieder ein. Ich will doch keine Heilung. Sonst sehe ich nichts, okay. So. Das hat sehr gut funktioniert. Höre ich noch einen? Ey, so sehr ich diesen Feueratronagen echt liebe, ne, das nervt einfach. Und ich denke auch nicht immer dran. Wenn der immer verschwindet. Gold. Rolle, Rolle der Sturmatronage. Ich beschwöre einen Sturmatronage für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zauber nur zeigt. Alles können wir verkaufen. Orkischer Kriegshammer. Aber Gewicht ordentlich, ey. Ja, gut. Komm mal mit, noch einmal 40 Gewicht, was wir tragen können. Eine Eisentür zum Öffnen. Kommt man jetzt darüber irgendwie noch? Ist hier noch irgendwas? Hi, Lydia. Was machen eigentlich unsere anderen drei Studenten? Die hätten doch mitkommen können, oder nicht? Die wollten doch auch Praxis erleben. Hier können wir noch diesen Seelenstein mitnehmen. Stahlpfeil. Was war da noch? Schädigtes Buch. Ich sehe kein Droge. Da drüben vielleicht, aber für mich ist das hier eindeutig zu dunkel. Gold! Noch mehr Gold. Zaubertrank der Krieg Ausdauer. Gold. Zaubertrank der Magiker. Sehr schön. War gut, dass wir eingeguckt haben. Liegen da welche? Nö, ne. Da sind Pilze, die können wir aufnehmen. Blasenpilz, sehr gut. Das ist sehr gut. Wow, ach Mann. Komm wo? Da. Wow. Aber der hat ein ordentliches Schwert dabei sich. Da ist noch ein zweiter. Ah, Lydia, geht's gut. Orkische Kriegsachse, interessant. Seelenstein, zack. Wir können ja dann auch noch was an Lydia abgeben. Aber wie viele orkische Sachen es hier drin gibt, ist der Wahnsinn.
Hallo. Okay. Haben wir noch einen Gegner? Solange der Feueratronage noch bei uns ist. Okay, gut. Also hier tut sich jetzt gerade nichts. Die Frage ist jetzt bloß, ja. Wie müssen die Säulen gestellt werden? Gibt es irgendwo einen Hinweis oder bin ich vielleicht an einem Hinweis vorbei? Das Amulett hat nichts, ne? Nee. Hätte ja sein können, dass da ein Hinweis ist. Hier gar nichts. Da müssen einfach immer nur dieselben Sachen sein. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir es falsch machen. Wir müssen es jetzt einfach machen. Bleibt uns jetzt gerade nicht viel übrig. Das ist schon mal gleich. Vielleicht ist das der Hinweis. Aber auf was bezieht sich das jetzt? Auf das linke. Und jetzt hier noch eine Schlange hin. Drückt uns die Daumen. Na. Ah. Glück sind wir rechtzeitig zurückgegangen. Okay. Das kann ich erstmal zurücknehmen. Wo ist die Lösung? Habt ihr die Lösung irgendwie bei euch? Wisst ihr das irgendwie? Könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich hier machen muss? Hm. Ich hänge fest. Ich dachte jetzt, hier hinter wäre irgendwie... Nee. Ich komme nicht mehr raus. Lydia, zieh mal bitte. Ich häng fest. Zieh mal bitte. Ja. Komm schon. Nein, ich häng fest. Oh, so. Okay. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Wo waren hier da? Ach, da ist der Auslöser. Okay. Natürlich ist Lydia nochmal eiskalt drüber gerannt. Oh, mir reicht das jetzt hier. Komm schon. Nirgendwo ein Hinweis, ey, das kann's doch nicht sein. Ah, hier kommen wir doch rüber. Da ist die Truhe. Die können wir aufschließen. Ja, noch nicht ganz. Ah. Gold, Zaubertrank der Heilung. Naja. Naja. Das hätten wir doch mitbekommen, wenn da irgendwo was gewesen wäre. Blasenpilz. Yay! Und aber probieren geht über... Ist einfach nur probieren? Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht die Lösung sein. Das ist einfach immer weiter drehen, bis man irgendwie das Richtige hat. Die geht gleich wieder drüber. Nein, ist sie nicht drüber gegangen. Ach, na super. Einfach mal hochgucken. Das hilft. Ich habe das gekonnt übersehen einfach mal. Aber weil es bei mir auch echt ein bisschen dunkler ist.
Das merke ich dann immer, wenn ich die Folgen dann auch bearbeite. Dass es irgendwie dann da heller ist als jetzt hier bei mir. Gut, damit hätten wir jetzt dieses Rätsel gelöst. Weiter machen wir dann in der nächsten Folge, oder Lydia? Machen wir mal ein ganz kurzes Bäuschen hier, nachdem wir jetzt das Rätsel, in Anführungsstrichen, das Rätsel gelöst haben. Da bedanke ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Skyrim.